Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Metro Last Light Redux. Und ich frage mich, ist es das, was wir tun sollen? Sollen wir tatsächlich... Warte, diesen Schalter umlegen? Warte mal. Aus. Okay. Nun gut. Wir legen den Schalter um. Schauen wir mal, was passiert. Okay, der Generator ist aus. Was genau bringt uns das? Wo müssen wir hin? Die Wunde macht dich wieder bemerkbar. Ich frag besser den Arzt, ob er irgendwelche Tabletten oder so für mich hat. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da unter uns ist offensichtlich eine Tür. Okay. Den haben wir ausgeschaltet. Nacht, schlaf gut. Wieder einen lautlos ausgeschaltet. Ich bin hier im Schatten sicher. Wo muss ich hin? Darüber? Ich denke, dazu muss ich diese Typen dort auch ausschalten. Ich hoffe nur, man entdeckt mich nicht. Noch jemand hier? Nein. Ihn kann ich ausschalten. Gute Nacht, schlaf gut. So. Gute Nacht. Das dürften alle gewesen sein. Danke. Ja, das waren alle. Okay, Freunde. Wir können uns jetzt hier frei bewegen. Aber was ist der Plan? Wo müssen wir hin? Der Kompass zeigt dahin. Da rein. Können wir da oben in die Turbine rein? So. Oh ja, sehr schön. Okay. Sehr gut, danke. Okay. Wir sind eins weiter. Hier kommen wir runter. Hast du die Lieferung angenommen und den Lieferschein unterschrieben? Hey, was soll? Nein, ich war das nicht. Ach, fick dich doch. Gute Nacht. Alter, Alter! Alter! Okay, das war unklug. Das war nicht wirklich gut. Das war scheiße. Und alles nur, weil das Spiel dafür gesorgt hat, dass ich aufstehe. Okay. Auf ein neues. Es tut mir leid. Ich beobachte das mal, bevor ich runtergehe. Die Lieferung angenommen und den Lieferschein unterschrieben? Klar, hab ich. Und wo hast du die Sachen hingetan? Überall dahin, wo Platz war. Hauptsächlich auf die obersten Regale.
Geht das auch etwas genauer? Genauer? Überall, wo eine Leiter steht, da sind die Waren. Meine Schicht ist fast um. Belästige den anderen Typen, wenn er gleich kommt. Schon gut, schon gut. Ich sehe mal nach, ob noch alles da ist. Okay, gut, danke. Gute Nacht. Schlaf gut. Das ist dafür, dass ihr mich erschossen habt gerade. So, ich habe einen neuen Eintrag und den verlesen wir sogleich. Okay, wir sind gut unterwegs. Wir haben bis jetzt alle Einträge gefunden. Eintrag 4. Ich muss den letzten überlebenden Schwarzen finden. Der Orden hat mir befohlen, ihn zu eliminieren. Das ist mein Auftrag. Ihn zu töten, wie ich sein ganzes Volk getötet habe. Es ist mir verboten, diesen Auftrag in Frage zu stellen. Ich habe kein Recht auf Zweifel, aber immerhin habe ich mich unter der Wirkung von Corpus Serum erinnert. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich diesen Auftrag noch ausführen möchte. Ja, Artyom wurde von einem Schwarzen das Leben gerettet. Komme ich hier durch? Nein. Schatten. Niemand ist da. Das ist der Schlafmangel, mein Freund. Der Schlafmangel. Sollte so sein, wenn es da steht. Sollte, reicht aber nicht. Wir müssen es überprüfen. Du nimmst die Kisten, ich zähle die Fässer. Wie du meinst. Und hinterher tauschen wir nochmal nur für den Fall, dass du etwas übersehen hast. Verstanden. Okay. Absätze. Ach du Schande. So viele Leute. Scheiße. Wie soll ich da vorbeikommen? Ich muss warten, bis ich die beiden wieder entferne. Alles mit. Oh, hallo. Guten Tag. Darf ich Sie auf einen Drink einladen? Es gibt hier eine Leiter? Nein, ich muss springen. Und springen wird gehört. Geh weg. Ah, das ist der Typ. Okay. Ich muss nur warten, bis er drüben seine Stellung bezieht. Nun denn. Runter da. Nein, nein, nein. Niemand. Nein, 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 niemand. Und fertig. Ihr Verlierer. Ich habe gewonnen. Ein Safe. Genau das ist es. Zuerst musst du ihn erwischen, dann kannst du rummaulen. Bücher. Ach du Schande. Und hier soll ich runter, oder wie? Während er sein Licht leuchten lässt. Oh Schande. Wo muss ich hin? Muss ich da rein? Artyom, spinnst du? Du kannst doch nicht einfach dein Feuerzeug anzünden, während ich hier stehe. Das geht gar nicht. Dort sitzt auch einer. Das heißt, ich muss mich hier fallen lassen. Und muss darüber. Und
Und zwar schnell. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Nein, nein. Nein, 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 ich bin nicht hier. Nein. Bitte. Ich glaube nicht. Nein, nicht. Verdammt, wo könnte er sein? Nirgendwo. Ich bin ein Phantom. Oh, die Uhr zeigt sogar die akkurate Uhrzeit an. Nice. Nein, nein, nein. Scheiße, Alter. Diese scheiß Entwickler. In Ordnung. Gehen wir. Sucht ihn. Und seid vorsichtig. Gehen wir, sucht ihn. Und seid vorsichtig. Die Luft scheint hier rein zu sein. Ja, die Luft ist hier rein. Reiner geht's kaum. Gut zum Teufel. Versteckt er sich. Reiner geht's kaum. Reiner Zufall. Das war reiner Zufall hier. Der Typ hier ist reiner Zufall. Ich weiß, das ist ein komischer Name für einen Russen, aber er heißt reiner Zufall. Tja, natürlich, jetzt stehen die alle hier. Fuck, Alter. Ich will doch das gute Karma mitnehmen. Fuck. Wie gerne würde ich mich mit Q und E jetzt hin und her beugen können. Was zum Teufel? Nichts. Dreh dich nicht um. Suchen wir ihn. Sucht ihn. Also, ja, sollen wir nach ihm suchen? Vergebt euch nicht euch gegenseitig. Deren hört ich auf euch auf, Leute. Ich bin unheimlich hier. Verdammt! Wo zum Teufel ist er? Nirgendwo. Hey du! Ergib dich, solange wir noch nicht fragen! Er braucht das Schlag, er wird ganz bestimmt. Er könnte ins Lager kommen, aber jetzt knallen wir ihn einfach ab. Na, was haben wir denn hier? Nein! Danke! Tschüss! Tschüss! Ach du Schande! Gleich von der Wache zurückkommen. Hast du da jemals Wachdienst geschoben? Ja, ganz schön gruselig da. Die Station ist in der Nähe, da ist das MG, das Suchlicht, deine Kameraden sind um dich herum. Entschuldigung, aber... das war jetzt nicht gewollt. Scheiße. Fuck. Verkackt. Okay, aber ich könnte neu laden. Speicherpunkt laden. Okay. Gleich von der Wache zurückkommen. Hast du da jemals Wachdienst geschoben? Ja, ganz schön gruselig da. Die Station ist in der Nähe, da ist das MG, das Suchlicht, deine Kameraden sind um dich herum, aber dann raschelt irgendwas in den Spinnweben und das Geräusch lässt dein Blut gefrieren. Oh ja. Warum fackelt ihr die Spinnweben nicht ab? Das tun wir ständig. Aber nach wenigen Wochen haben die verdammten Biester wieder alles mit dem Zeug bedeckt. Oh ja, das kenne ich. Das ist schon eine Plage. Vielleicht sollten wir einfach das Tor zuschweißen und hätten das aus dem Kopf. Und was, wenn wir schnell nach Venedig müssen? Wie soll das gehen? Einen Zug durchs Territorium der Hanse nehmen? Vergiss es. Die einzige Möglichkeit ist es, diese verdammte Wache hier zu schieben. Oh ja.
Und jetzt? Ja, und jetzt? Entdeckt mich das Ding auch, wenn ich hier einfach so vorbeischleiche? Ne. Okay. Ich glaube, ich bin vorhin aufgestanden. Das war das Problem. Denke ich. Dankeschön. Natürlich. Das war keine verdammte Spinne. Was sonst? Woher soll ich das wissen? Sah wie ein Mensch aus mit einem großen Beutel. Und als ich dahin geleuchtet habe, war da nichts. Mach dir deshalb keine Sorgen. Nach einer 6-Stunden-Schicht passiert immer irgendeine seltsame Schatze. Oh ja, das tut sie. Vielleicht. Aber irgendwer klaut uns Teile und Nahrung. Vermutlich jemand von uns. Wartet, bis wir uns umgedreht haben und verkauft die Scheiße dann an die Hanse. Oh ja, tut das. Die hohen Tiere sollten dich besser nicht so regen. Wenn du zu viel sagst, schieben sie es dir in die Schuhe. Okay. Naja, bis später dann, Jungs. Hey Leute, macht es euch etwas aus, wenn wir hierbleiben, bis die nächste Schicht einbricht? Ist kein Problem für uns. Wie wäre es mit einer Zigarette? Warum nicht? Ich habe allerdings meine eigene. Wer hat mich jetzt entdeckt? Da vorne der. Ne. Okay. Leute, wir sind gut unterwegs. Bis auf das eine Mal, als wir jetzt gestorben sind, haben wir noch keinen Fehler gemacht. Oh. Ich bin gar nicht da. Vergiss mich einfach. Okay, gute Nacht. Du könntest mir gefährlich werden, es tut mir leid. Aber wenigstens kannst du jetzt einmal gut ausschlafen. Das gefällt mir hier nicht. Große Waffe. Alter. Sind wir tatsächlich durch? Ich glaube, wir sind durch. Ja, wir sind durch. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich sollte mich doch nicht so freuen. Nun gut. Gehen wir weiter. Oh Scheiße. Hallo. Ich habe auch schon lange kein Foto mehr gemacht, was? Oh, wow. Diese Spannung hier. Was ist hier? Oh, wow, toll. Apropos Foto. So, ich habe gerade gezögert, ich war gerade unschlüssig, welche Waffe ich jetzt nehmen soll. Aber ich glaube, ich bleib mal bei der Kalasch. Und wir springen hier raus. Nein! Bleib unten, sonst macht dein Gehirn Platsch. Moment mal, Artyom, bist du das? Ja, ich bin's. Ich konnte über meinen alten Bekannten, Andrei, den Waffenschmied, einen Bericht an den Orden schicken. Zumindest wird Miller wissen, dass ich noch lebe, dass ich den Auftrag nicht abgeschlossen habe, aber auch noch nicht davon zurückgetreten bin. Sehr gut, Alter. Okay, ich hoffe, die Schleichpassage ist vorbei. Aber wir haben nicht mal wirklich viel gutes Karma dafür gekriegt. Naja, okay, gut. Wir fahren fort. Andre. Du steckst ernsthaft in der Klemme, Mann. Aber ich kann dir helfen.
Ich habe Freunde und die haben Freunde, die alles, was du mir sagst, an deine Leute vom Orden weiterleiten können. Jetzt musst du also nach Hause, zur Polis zurück. Ja, es gibt keinen direkten Weg, hier ist alles abgeriegelt. Aber ich glaube, der Orden hat in der Nähe an der Oberfläche einen Außenposten. Sehr gut. Die Kirche in den Sümpfen. Danke. Probier es dort. Wenn wir deinen Leuten etwas mitteilen können, dann treffen sie sich vielleicht dort mit dir. Danke, André. Was mich betrifft, ich habe mein Leben neu begonnen. Habe Kuznetski Most verlassen. Die Roten haben die Station völlig unterwandert. Suchen nach Verrätern und Spionen. Schicken Leute in Lager oder erschießen sie einfach. Alles wegen des bevorstehenden Krieges. Die Leute flüchten von Kuznetski Most und aus der ganzen Roten Distillerie. Komm her, Artyom. Ich komme. Hast du den gepanzerten Zug gesehen, den die Roten bauen? Also, wir haben auch etwas gebaut. Was dem zeigt, dass die Flüchtlinge uns bringen. Oh. Hier, sieh dir mal. Dieses Baby. Wow. Uns haben ihr sogar einen Namen gegeben. Katharina. In sie kann man sich nur verlieben. Sehr schön. Sie hat beim Transport von Flüchtlingen gute Arbeit geleistet. Aber Teufel auch. Man kann nicht jeden retten, also nimm sie. Wir haben auch Leute in Venedig. Ach du Scheiße. Wenn du dorthin kommst, suchst du nach Specht und sagst ihm, wo du unser Baby zurückgelassen hast. Klettere rein. Einen Augenblick, ich muss mich erst umsehen. Was haben wir denn hier alles? Komm schon, steig auf. Warte. Ich muss mich doch umsehen hier. Komm rein, Artyom. Du machst schon nichts kaputt. Ja, okay. Schön hast es hier. Schöne Werkstatt. Aber du hast doch keinen Eintrag für uns, was? Nun gut. Aber bevor wir uns... Naja, bevor wir tief in Katharina eindringen... kommt erstmal der Endscreen. Tja, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind zwar einmal gestorben, aber ja, das war halt Pech. Nein, wir sind zweimal gestorben, fällt mir gerade ein. Oh, scheiße. Und ich rede mich hier in was rein, dass wir nur einmal gestorben sind. Ist egal. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Wir sind durchgekommen, wir sind gut durchgekommen, ohne größeres Feuergefecht. Und ich hoffe, das geht so weiter beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.